Wir freuen uns auf den Frühling in Lohr am Main. Endlich wieder entspannt bummeln gehen, das Angebot in vollen Zügen genießen und sich etwas gönnen. Bis bald aus der Schneewittchenstadt Lohr am Main wünschen die Mitglieder der Lohrer Werbegemeinschaft. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur 39. Ausgabe von Schneewittchen TV. An dieser Stelle stehe ich ganz bewusst hier vor euch in der Kickerskluft, denn mein Lieblingsverein schon seit Jahrzehnten ist wieder in die Regionalliga abgestiegen. Und deswegen hier mein Hinweis an den Fußballnachwuchs in der Region. Leidenschaft kennt keine Liga und selbstverständlich halte ich auch weiter zu den Würzburger Kickers. Und hier im Hintergrund hat sich auch etwas verschoben, denn hier soll das Klinikum Main-Spessart entstehen. Ein großer Neubau. Der Spatenstich sollte eigentlich in diesem Jahr sein. Der wird sich nochmal auf das nächste Jahr verschieben. Aber dafür habt ihr noch Zeit, bis 31. Mai ein Baugrundstück am Romberg zu erwerben. Von den 24 Grundstücken stehen wohl noch welche frei. Und wenn ihr Interesse habt, in sonniger Lage ein Haus zu bauen, dann habt ihr noch bis 31. Mai die Möglichkeit. Ich bekomme keine Werbung oder keine Werbegelder von der Stadt, aber ich mache das einfach mal im eigenen Interesse, wenn wir hier schon auf das Klinikum warten. Der Altstadtlauf, der findet am 15. Mai statt und für uns heißt es natürlich mittendrin statt nur dabei. Und lasst euch überraschen, wie ich da dabei abschneiden werde. Es gibt Frühlings- und Sommeraktivitäten in Lohr und Umgebung. Ich war zu Besuch bei den Wintertal-Lamas in Steinfeld bei der Familie Stürmer. Und wenn ihr Themenvorschläge gerade jetzt im Frühjahr zu spannenden Hobbys, Interessen, Sportarten, Vereine, Kindergärten und Schulen habt oder wenn ihr interessante Haustiere habt oder irgendwelche Aktivitäten draußen, komme ich gerne vorbei und berichte darüber. Ich bin immer auf der Suche nach spannenden Themen. Es gibt auch die Kürbis- und Sonnenblumen-Challenge weiterhin vom Mariterra Humuswerk in Wernfeld. Kommt vorbei, dort holt euch den Samen vom Gewinnerkürbis aus dem letzten Jahr ab. Noch habt ihr die Möglichkeit, eure eigene Sonnenblume und euren eigenen Kürbis zu pflanzen. Am Ende der Saison könnt ihr tolle Preise gewinnen. Ich war mit Spessartbaum bei der Waldbegehung mit unserem Stadtförster Michael Neuner. Es ging um das Thema Biodiversität. Seht ihr gleich im Beitrag. Außerdem war ich zu Besuch im Gründerzentrum Lohr bei der Leiterin Anja Güll. Dort fand ein Wettbewerb für digitale Lösungsansätze gemeinsam mit regionalen Unternehmen statt. Teilnehmer der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg und Schweinfurt stellten sich der Aufgabe. Sieger wurde das Autohaus Kramp. Die haben den Jurypreis gewonnen und den Publikumspreis haben die Startups Young Busy Main-Spessart gewonnen. Zum Thema Demenzerkrankungen war ich bei einer Vortragsreihe mit Diskussion im Rahmen der Woche für das Leben im Lohrer Pfarrsaal. Die Caritas und die Pfarreiengemeinschaft 12 Apostel haben gemeinsam dort die Veranstaltung ins Leben gerufen. Referenten waren Professor Dominikus Bönsch, der ärztliche Leiter vom Bezirkskrankenhaus, und der Richter vom Amtsgericht Gemünden, der Rainer Beckmann. Weiterhin geht es um lokale Energieversorgung. Seit 1892 kümmert sich die Energie darum hier in Lohr und Umgebung. Und wie aus Lagerräumen moderne Büros für das Starthaus wurden, das seht ihr in unserem Beitrag. Auf 12.000 im Stadtwald Lohr bereits gepflanzte Jungbäume kann die Kooperation zwischen der Spessartbaum GmbH und dem Stadtforst Lohr bereits zurückblicken. Weitere 16.000 Baumpflanzen sollen im Herbst noch folgen. Stadtförster Michael Neuner lud im Beisein des Bürgermeisters Mario Paul zu einem Rundgang der Artenvielfalt in den städtischen Forst ein, um einen Überblick der bereits geschaffenen Artenvielfalt aufgrund nachhaltiger Forstbewirtschaftung zu verschaffen. Etwa 30 Mitglieder der von lokalen Unternehmen gegründeten und finanzierten Spessartbaum konnten sich so einen Überblick über die Biodiversität vor Ort verschaffen. Jörg Simon hob dabei die regionale ökologische Wichtigkeit der gemeinnützigen Spessartbaum GmbH hervor. Für mich war es ganz spannend, das habe ich schon mal gesagt, wenn man sonst immer nur Autos verkauft und dann fängt man mal an, Bäume anzubieten und hat letztendlich überhaupt keinen finanziellen Mehrwert. Spürt aber mehr Spaß daran, einen Baum zu verkaufen, wie ein Auto zu verkaufen. Da merkt man, man hat was richtig gemacht.
Michael Neuner erklärte an mehreren Abschnitten des 160.000 Hektar großen Stadtwaldes, wie wichtig der Stadt die ökologische Verantwortung für die Kommune sei. Vorstellen, der Borkenkäfer fliegt da rein, dem reicht ein Brutbaum, da entwickelt er die Brut und dann befällt er den Nachbarbestand. Und wenn wir nicht aktiv was tun, den Borkenkäfer sozusagen in Grenzen zu halten, dann sterben uns flächig Bestände ab. Beispielsweise würden gesunde und reife Eichen trotz hoher Verkaufspreise bewusst nicht gefällt werden, da diese Rückzugsmöglichkeiten für eine gefährdete Fledermausart anbieten. Sowohl Forstchef Michael Neuner als auch Jörg Simon von Spessartbaum lobten die Kooperation und blickten bezüglich der Zusammenarbeit positiv in die Zukunft. Ja, die Kooperation mit Spessartbaum ist für uns wirklich schöne Sache, weil Spessartbaum eine regionale gemeinnützige GmbH ist, die sich auf Nachhaltigkeitsprojekte in der Region fokussiert hat, und wir haben sehr viele Projekte, die wir gemeinsam durchführen können, sei es im Naturschutz, sei es im Waldumbau auf durch Klimawandel geschädigte Waldflächen, indem wir hier zum Beispiel auf die Zukunftsbaumart Eiche setzen und daher gemeinsam mit Spessartbaum Projekte umsetzen. Und auch Projekte im Naturschutzbereich gemeinsam umsetzen, die uns halt dadurch, dass wir einen Sponsor in der Hinterhand haben, sozusagen etwas leichter fallen. Und da haben wir einen guten Partner, und wir haben heuer im Frühjahr schon ein Projekt gemeinsam gemacht, das sehr gut gelaufen ist, und wollen also diese Zusammenarbeit langfristig strategisch ausbauen. Wir sind ein großer Waldbesitzer, der drittgrößte kommunale Waldbesitzer in Bayern, und da hat auch Spessartbaum mit uns einen professionellen Partner an der Hand. Wir konnten heute im Lohrer Stadtwald zusammen mit unseren Partnern uns davon überzeugen, dass wir hier vor Ort die richtige Kooperation auch für dieses Jahr haben. Wir haben ja weitere Projekte geplant und haben uns heute wirklich überzeugen können, dass wir auch hier Bäume pflanzen werden, dass wir uns mit dem Thema Biotopbäume hier auseinandersetzen. Und die Partner wurden auch sensibilisiert hier, dass wir da weitere Vorhaben, die wir jetzt umsetzen, wirklich zielgerichtet umsetzen können. Wir haben da gutes Gefühl, wir haben Bewusstsein dafür und merken, dass das Thema Spessartbaum auch hier in Lohr, in Kooperation mit der Stadt Lohr, einen super Anklang bietet. Und jetzt sehen wir sehr, sehr gute Dinge für die Zukunft, ein weiteres Projekt, das wir hier umsetzen können. Wir haben jetzt hier, wurden schon 40.000 Bäume gepflanzt dieses Jahr. Wir werden eine weitere Anzahl pflanzen. Wir werden, wie gesagt, das Thema Biotopbäume angehen und weitere Projekte hier im Stadtwald Lohr umsetzen, und da freuen wir uns sehr darüber. Etwa 70 Studenten, Start-up-Gründer und lokale Unternehmensvertreter traten am 28. April in 10 Teams bei einem Wettbewerb im digitalen Gründerzentrum von Lohr gegeneinander an. Ziel war es, innerhalb eines Tages digitale Abläufe zu erarbeiten, die den Unternehmen Erleichterungen bringen könnten. Neben einer App, die Mitarbeiter in Pausen zusammenbringen kann oder wie der gemeinsame Arbeitsweg als einfache Mitfahrgelegenheit für Kollegen gestaltet werden kann, standen vor allem rationelle Abläufe im Arbeitsalltag im Vordergrund der Firmen. Die Zusammenarbeit erfolgte mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg und Schweinfurt sowie einigen Start-up-Coaches, die die Teams betreuten. Wir haben mit dem Stadtrat Spessart schon seit letztem Jahr Pläne und Vorbereitungen getroffen für ein Format, wo Unternehmensvertreter, Studierende und Gründer zusammenkommen. Und tatsächlich hat sich dann Anfang des Jahres eine tolle Gelegenheit ergeben. Die FHBS und das Entrepreneurship-Projekt dort haben sich bei uns gemeldet und gefragt, ob sie dann ihre Startup-Competition in diesem Jahr nicht vielleicht im Lohr am Main durchführen konnten. Und da haben wir dann natürlich die Chance ergriffen und haben uns sehr gefreut, dass wir die Umsetzung so kurzfristig jetzt auch noch hier in den schönen Landkreis Main-Spessart holen können. Bei der Startup Competition heute kommen Vertreter aus unseren Unternehmensfirmen, aus unseren Netzwerkpartnern zusammen mit Studierenden und mit Gründern, also Gründungsinteressierten und Startups aus der Region. Das Ziel unseres heutigen Events ist es, dass die Teams gemeinsam an Problemstellungen aus der Praxis arbeiten. Dafür haben wir die Unternehmen aus unserem Beirat gebeten, aktuelle Problemstellungen zu benennen, Themen, bei denen sie Innovationsimpulse benötigen oder gerne hätten. Und an diesen Themen arbeiten heute die Teams auf Augenhöhe gemeinsam, und am Ende des Abends werden wir dann hoffentlich viele tolle Ergebnisse bei der Pitch-Session in der Stadthalle sehen. In der Stadthalle hatten die Teams am Abend jeweils 2 Minuten Zeit, das Publikum und die Fachjury von ihrer digitalen Lösung des vorgebrachten Problems aus dem Unternehmen zu überzeugen. Genau, ich höre da sowas wie ärgerlich, frustriert. Das ist auch ein Gefühl, das kennen sehr viele Lkw-Fahrer, weil die auch oft im Stau stehen. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, die stehen im Stau auf den Straßen.
aber sie stehen auch ganz häufig im Stau auf den Betriebsgeländen, die sie tagtäglich anfahren, um ihre Waren zu be- und entladen. Gewinner der Fachjury wurde das Autohaus Kramp mit einer App, die eine Auslieferung von Fahrzeugen an Kunden digital realisieren lässt. Das Publikum wählte die Startups Young Busy MSP, das digital Auszubildende und Berufseinsteiger zusammenbringt. Johannes Gruber, der Leiter der Disposition im Autohaus Kramp, zeigte sich über die Arbeit seines Teams hochzufrieden. So, wir hatten bei uns im Autohaus ein Problem zu lösen mit einer analogen Fahrerplanung, die uns sehr viel Arbeit bereitet, und haben uns Gedanken gemacht, wie man das Ganze effektiv und vielleicht digital gestalten kann. Und da kam im Prinzip das Starthaus um die Ecke mit der Competition, wo wir uns gedacht haben, das ist genau die richtige Plattform, dass wir da unsere Ideen mal vortragen und da möglichst super Input kriegen, wie man das Ganze vorantreiben kann. Also die Zusammenarbeit mit den Studenten war echt der Wahnsinn. Die waren so top motiviert und die waren von heute früh bis jetzt waren die total hellauf begeistert, und ich bin froh, dass die auch dabei waren. Wir haben dieses ganze Projekt von A bis Z durchgesprochen. Die haben super innovative Ideen gehabt, und wir haben das jetzt alles zusammengefasst und das Ergebnis war der erste Preis. Und da danke ich in erster Linie natürlich auch den Studenten, die das mit mir zusammen erarbeitet haben. Also wir wollen das natürlich gerne nutzen für die Zukunft. Die Roharbeit ist gemacht. Wir haben, also nicht nur die Roharbeit, sondern die ist sogar sehr ins Detail gegangen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die nächsten Schritte jetzt sein können, dass wir da eine App auf die Beine stellen und das Ganze dann zukünftig digital läuft und wir unser Problem damit gelöst haben. Unser Professor hat uns informiert, dass wir an diesem Wettbewerb teilnehmen. Und wir konnten uns dann in Teams einteilen. Wir sind aus zwei verschiedenen Studiengängen und noch ein anderer Kommilitone aus meinem Studiengang. Wir haben uns für dieses Thema entschieden, eine App zu entwickeln für ein Autohaus, eben um die Fahrzeiten zu optimieren. Und ja, ich finde, die Zusammenarbeit hat total gut geklappt. Deinen Studiengang kannst du vielleicht noch kurz nennen. Genau, wir studieren im Master Marken- und Medienmanagement, und tatsächlich fand ich es auch super cool, als wir reingekommen sind, hatten wir eigentlich alle gleich einen super coolen Draht zueinander, was halt die Zusammenarbeit super harmonisch gemacht hat und auch echt viel Spaß mit so einem coolen Projektpartner dann auch noch. Das ist eine tolle Möglichkeit, da einfach auch mal wirklich in die Praxis reinzuspüren und halt einfach auch ein Projekt zu entwerfen, was halt auch weiter umgesetzt wird. Das ist natürlich eine große Anerkennung für uns und zeigt natürlich, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Und es ist auf jeden Fall möglich, noch viel mehr daraus zu machen und das Ganze noch weiter zu entwickeln und zu vertiefen. Und vor allem hat auch, wie man schon gesagt hat, es ist ein Tag gewesen, was wir in der kurzen Zeit einfach auch auf die Beine stellen können. Das ist natürlich auch einfach für uns ein toller Booster, was so das Selbstbewusstsein angeht, was man auch als kleiner Studierender sozusagen tolle Projekte entwickeln kann, die dann wirklich umgesetzt werden. Hallo liebe Oldtimer-Freunde, der Countdown läuft. Am 22. Mai ist es jetzt endlich soweit. Unser Oldtimer-Treffen in Gemünden findet statt. Ab 10 Uhr geht's los hier. Es gibt das größte Volksfest, das Gemünden je erlebt hat. Und es ist ein markenoffenes Oldtimer-Treffen. Das heißt, alle Fahrzeuge, die älter als 20 Jahre sind, ob Traktoren, Motorräder, wir hoffen, ihr kommt alle. Wir haben jede Menge Stellplätze. Kommt vorbei, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Bis dahin, eure Oldtimer-Freunde Gemünden. Danke, ciao. Über das Thema Demenzerkrankung informierte am Montag der Caritasverband gemeinsam mit der Pfarreiengemeinschaft 12 Apostel bei einer Informationsveranstaltung mit anschließender Diskussion. Einen Einblick in Therapien, Behandlungen und juristischen Beistand verschafften dabei der ärztliche Direktor des Bezirkskrankenhauses Lohr, Professor Dominikus Bönsch, und vom Gemündener Amtsgericht Richter Rainer Beckmann. Die Woche für das Leben hat in diesem Jahr das Thema mittendrin, Leben mit Demenz. Die Woche für das Leben ist eine ökumenische Veranstaltung, die jedes Jahr von den beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland ausgerufen wird, seit 1994. Und ja, wir möchten hier auch in Main-Spessart eine Veranstaltung zu diesem Thema starten. Deshalb gibt es eine Kooperationsveranstaltung zwischen der Pfarreiengemeinschaft 12 Apostel und dem Caritasverband für den Landkreis Main-Spessart zum Thema Demenz vierfach beleuchtet. Uns als Vertreter der katholischen Kirche ist es wichtig, den Schutz des Lebens in den Fokus zu nehmen.
Wir beschäftigen uns ja in diesem Jahr bei der Woche für das Leben mit dem Thema Demenz. Die Demenzerkrankungen in unserer Gesellschaft nehmen zu. Deswegen ist es auch wichtig, das Thema aus vier verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Wir haben einen Psychiater eingeladen, der uns etwas über die Entstehung der Erkrankung erzählen möchte. Dann haben wir einen Richter vom Amtsgericht aus der Abteilung für Betreuungsangelegenheiten eingeladen, weil es eben zunehmend so ist, dass Menschen, die unter einer Demenz leiden, auch rechtliche Vertretung benötigen, Hilfe benötigen in diesem Bereich. Dann möchten wir auf den Alltag von Demenzerkrankten schauen. Wie funktioniert es in der Pflege? Wie geht man im Alltag mit der Erkrankung und den Schwierigkeiten, aber auch den Freuden um? Und dann möchten wir auch noch aus der Perspektive der Seelsorge darauf schauen, weil das Leben mehr ist als nur körperliche Gesundheit und wir gerne eine Sensibilität in der Gesellschaft für Menschen mit Demenzerkrankungen schaffen möchten, um so die Integration und auch die Würde des menschlichen Lebens zu schützen. Dies ist uns ein Anliegen und deswegen gibt es heute diese Veranstaltung im Pfarrheim in Lohr. Ja, es geht heute um das Thema Demenz, das insbesondere für die Psychiatrie natürlich ein ganz wichtiges ist. Ich werde heute darüber sprechen, über die Grenzen des Wachstums. Einerseits, weil die Demenz in der Psychiatrie immer häufiger auftritt. Wir haben gerade im Landkreis Main-Spessart, in einem sehr ländlich strukturierten Landkreis, kontinuierlich steigende Zahlen bei den Demenzerkrankungen. Und natürlich stellt sich mit der Zeit auch die Frage, wie soll eigentlich zukünftige Behandlung der Menschen aussehen? Uns in der Psychiatrie betrifft es ja ganz besonders, weil die Menschen zu uns kommen, wenn neben der Demenz auch andere Probleme auch auftreten, insbesondere Verhaltensauffälligkeiten, Tag-Nacht-Umkehr, die Menschen, die sich um die Menschen mit Demenz kümmern, nicht mehr mit ihnen zurechtkommen und wir gefragt sind, die Situation zu verbessern und zu retten. Langfristig geht es natürlich darum, wie stellen wir uns die Versorgung der Menschen vor. Altenheime, Pflegeheime kommen an ihre Grenzen und die Frage ist, ob wir nicht auch ein wenig mehr Toleranz benötigen, auch für die Menschen unter uns, nachdem wir auch wissen, dass sich die Betroffenen ja wünschen, vor allem zu Hause versorgt zu werden. Das wird heute eins der Themen sein. Ich spreche heute Abend in der hiesigen Pfarrei über die Vorsorgemöglichkeiten im Fall der Demenz. Wichtig ist insbesondere, dass man eine sogenannte Vorsorgevollmacht ausstellt, einer Vertrauensperson, die dann die rechtlichen und sonstigen Angelegenheiten für die demenzkranke Person erledigen kann. Das kann ich jedem empfehlen. Es gibt noch weitere Vorsorgemöglichkeiten, nämlich die sogenannte Betreuungsverfügung, die man aber nur dann benötigt, wenn es zu einer rechtlichen Betreuung durchs Gericht kommt. Da kann man dann seine Wünsche äußern, wie die Betreuung durchgeführt werden soll und wer die Betreuung gegebenenfalls übernehmen oder wer die Betreuung nicht übernehmen soll. Und die dritte Möglichkeit der Vorsorge ist die sogenannte Patientenverfügung. Da kann man festlegen, wie man im Fall des Falles behandelt werden möchte oder auch welche Behandlungsmaßnahmen man ablehnt. Diese drei Vorsorgemöglichkeiten bestehen. Wie gesagt, die Vorsorgevollmacht ist das Wichtigste, denn jeder kann mal in die Notlage kommen, dass er nicht mehr selbst entscheiden kann und er braucht dann einen rechtlichen Vertreter, der befugt ist, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Seit vielen Jahrzehnten prägt die Energie die Gas- und Stromversorgung in der Region. Die Wurzeln reichen dabei bis in das Jahr 1867 zurück. Der Startschuss für die Gasversorgung in Lohr war gefallen. Kurioses geschah in Karlstadt. Obwohl bereits 1906 eine Stromleitung vorhanden war, setzten die Stadtväter bei der kommunalen Straßenbeleuchtung weiterhin auf Gas. In Lohr gab es ab den 50er Jahren einen Verkaufsraum für Boiler und Elektrogeräte, ehe 1978 das Haus der Energie neu gebaut wurde, in dem seither der Kundendienst und die Techniker untergebracht sind. Wir sind hier in unserem Kundenzentrum in Lohr. Als regionales Unternehmen ist es uns besonders wichtig, für unsere Kunden persönlich da zu sein.
So können alle Kunden, egal um welche Anliegen es geht, hier vorbeikommen und die Mitarbeiter auch persönlich sprechen. Man kann sich beraten lassen zu unseren Tarifen und natürlich auch unseren Dienstleistungen. Kaum vorstellbar, dass hier mal ein Materiallager war. Denn wo wir jetzt sitzen, sind neue, schöne, helle Büros entstanden, die für Existenzgründer genutzt werden können. Wir sind sehr froh, dass wir die Räumlichkeiten an das Starthaus in Lohr übergeben konnten und freuen uns, dass die Büros so gut genutzt werden. Ja, und wir freuen uns natürlich über die Möglichkeit, dass wir unseren Startups und Gründerteams hier so moderne Arbeitsplätze auch zur Verfügung stellen können. Insgesamt sind 5 Büros entstanden, 3 davon haben wir aktuell auch schon in die Nutzung gebracht und die werden fleißig belegt von digitalen Gründern aus der Region Main-Spessart. Es gibt noch viele weitere spannende Themen bei der Energie, über die wir in Zukunft gerne berichten werden. Zum Beispiel auch das Thema Fahren mit Strom. Hallo liebe Zuschauer, ich bin heute in Steinfeld und zwar im Wintertal. Ich kannte weder das Wintertal, noch wusste ich, dass es hier Lamas gibt. Und ich bin heute bei der Familie Stürmer eingeladen. Und wenn ich meinen Blick gerade über die Wiese schweifen lasse, dann sehe ich schon im Hintergrund ein paar exotische Tiere, die eigentlich gar nicht auf die Fränkische Platte gehören. Und ich bin mal gespannt, warum die da sind. Hallo zusammen! Hi Frank, grüß dich! Hallo! Hallo, du bist wahrscheinlich die Verena. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Ja, ich sehe nicht nur 3 Kinder und einen Hund, sondern tatsächlich ein paar richtig exotische Tiere. Und ihr erklärt mir bestimmt gleich, wie die Lamas auf die Fränkische Platte kommen. Hallo, du bist der Christian. Hallo Frank, grüß dich, dass du hier bist. Servus. Freut mich. Ich bin ja sehr fasziniert von den Tieren, aber es geht ja immer so das Gerücht ein bisschen rum, die würden einen anspucken. Also halte ich mich lieber auf der Entfernung oder? Das machen sie eigentlich nicht, aber kommt doch mal gerne rein und dann gehen wir mal auf Tuchfühlung. Also die tun mir nichts, also gut, nein, wenn die Kinder da sind, aber... Die beißen und spucken eigentlich nicht, gut, aber Näheres gerne drinnen. Also dann traue ich mich mal rein, ja. Also gut, Selbstversuch mittendrin statt nur dabei. So, bitteschön. Oh, da kommen sie schon. Kann man die anfassen? Es sind keine Streicheltiere, sie sind sehr neugierig, aber gestreichelt werden möchten sie lieber nicht. Du kannst es gerne mal versuchen. Was passiert dann? Wenn er es nicht will, geht er weg. Aber also wie gesagt, der spuckt ja schon mal nicht. Nein, der spuckt. Ach guck, es gefällt ihm. Schau mal, liebe Zuschauer, er mag nicht. Ja, liebe Zuschauer, neben mir steht die Familie Stürmer und die Lamas sind gerade erschrocken, weil ein Torzaun umgefallen ist. Die Kimi ist mit dabei, ein Border Collie Aussee-Mischling. Da draußen latschen ein paar Ziegen rum. Und der Höhepunkt, nicht der Familie, aber eures Familienlebens wahrscheinlich, sind die 4 Lamas. Genau. Wie kommen 4 Lamas auf die Fränkische Platte? Also so ganz genau kann man das eigentlich gar nicht erklären. Wir wollten gerne Tiere haben. Ich wollte ein Pferd, da konnte sich leider keiner anschließen. Jetzt haben wir halt 4 Lamas. Zum Streicheln haben wir die 4 Ziegen. Genau, der Hund wohnt zu Hause, also der ist sowieso immer dabei. Und hier gab es noch keine Lamas. Genau, und wir wandern mit denen. Also ihr habt euch gedacht, auf der Fränkischen Platte gab es keine Lamas, ja. Kommen noch mal ein paar Lamas her. Und Pferde so hat ja eh jeder. So ungefähr. Okay, streicheln lassen sie sich vereinzelt, habe ich jetzt gerade schon gemerkt. Liegt vielleicht auch an mir. Googelt man dann jetzt auf eBay, wo kann man Lamas kaufen? Oder wie kommt man also drauf, Lamas zu besorgen? Wir sind sehr naturverbunden, sage ich mal. Wir sind gern draußen unterwegs und wir haben das dann auch in den Urlauben mal gemacht, dass man mal eine Wanderung mitgemacht hat mit Lamas und Alpakas. Und so sind wir so ein bisschen auf den Trichter gekommen zu den Tieren. Und dann hat man sich halt überlegt, okay, wie wäre es denn, wenn man sich sowas selber mal anschafft? Und so kam das dann eins zum anderen und ja, und jetzt sind sie hier. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, Lamas, Alpakas, gibt es einen Unterschied? Ja, die Alpakas sind so die kleinere Variante, sage ich mal. Das sind so mehr die Wolligen, die auch sag mal, zur Wollerzeugung halt auch viel genutzt werden. Die Lamas sind ja eher so diese Trekkingtiere, die halt Lasten in den Anden getragen haben und so weiter. Und ich glaube, Verena, korrigiere mich, 5000 Jahre sind die schon mit den Menschen irgendwo angebändelt. Und sind damit dabei und von daher, ja. Ja, schon recht imposante Erscheinungen. Und Hund und Ziegen und Kinder, ihr kommt alle miteinander super zurecht. Genau. Ja? Wie ist das für euch als Kinder, wenn ich dich mal fragen darf? Ihr habt jetzt einen Hund, ihr habt Ziegen, aber die Lamas auch? Ja, ich finde es eigentlich ganz schön, weil, ja, streichelt, ich finde es halt doof, dass man die nicht so gut streicheln kann, aber
Aber es macht dir auch Spaß, oder? Ja. Zu laufen und so weiter. Ja. Sie sind immer gern dabei, die Kinder. Also das ist, die helfen uns auch immer. Also die hören schon auf euch dann auch. Ja. Gut, das ist ja das Wichtige. Nicht so ganz wie die Kimi wahrscheinlich, aber geht einigermaßen. Ja. Gut, dann habt ihr ja, ihr bietet ja Führungen an für Interessenten. Ja, du bist auch gleich dran, du bist auch gleich mit. Ne? Man hat praktisch ein Lama dabei, haben wir selber mal gemacht in der Rhön vor einigen Jahren. Und hat es praktisch alleine, kann man ja sagen. Genau. Hat es denn so hinter sich her. Und das solltet ihr mir mal zeigen, glaube ich. Genau, gerne, können wir gerne machen. Wir halftern die mal und dann zeigen wir euch mal, wie das Ganze geführt wird. Da bin ich mal gespannt. Ja. Doch erst einmal muss Christian alle seine Lamas in das Hauptgehege treiben. Dort bekommen die Tiere ihre Geschirre angelegt. An diesem wird wiederum eine Leine angebracht, an der die Kamelart, genauer gesagt zur Gattungsgruppe der Neuweltkamele gehörend, geführt werden kann. Mir wird die große Ehre zuteil, mit Manitou das Alpha-Tier führen zu dürfen. Diese Aufgabe hat normalerweise Lukas, der dafür mit Kimi vorausläuft. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Hört aufs Wort. So, wir stehen hier in Reih und Glied, fast wie im Zirkus. Die sind schon mit Namensschildern hier gekennzeichnet. Das ist der Manitou. Wie heißen denn die anderen drei Gesellen? Ich habe hier den Kono. Du hast den Manitou, das ist unser Herdenchef. Der hat hier das Sagen. Passt ja. Der Sohn vom Manitou ist der Kono. Dann haben wir hier noch unseren Kleinsten, der Flo. Das ist auch der Wolligste. Und unser Jüngster, das ist der Strolch, der ist jetzt noch in der Pubertät, der ist noch in Ausbildung. Das heißt, die sind alle verschieden alt. Er ist der Älteste? Genau, er ist jetzt 13, dann 4, 3 und 2. Und wie alt wird ein Lama? So circa 20. Na gut, dann. Okay, ihr lauft dann hier auf der Fränkischen Platte, habt so eine Stunde, wo ihr ein bisschen rumlauft. Genau. Und wir drehen mal eine kleine Runde und schauen mal, wie die sich so verhalten. Also ich ziehe den einfach hinter mir her, oder muss ich gar nicht, der läuft mir einfach hinterher dann. So sollte es sein, er sollte neben dir laufen. Gemütlich, mit lockerer Leine. Übrigens haben mir Verena und Christian erklärt, dass es sich beim Spucken der Lamas nur um ein hartnäckig verbreitetes Gerücht handelt. Nur untereinander kann es hin und wieder mal zu einer Spuckattacke kommen. Oder wenn man ein Tier doch zu sehr ärgert, äußert Christian. Das haben wir aber heute nicht vor. Ganz im Gegenteil. Friedlich trotten die Lamas neben uns her. Also das klappt perfekt. Ich denke, da ist auch steckt ein bisschen Training dahinter, oder? Genau, wir haben so ein halbes Jahr mit denen trainiert, nachdem wir sie hatten. Ans Halfter und an den Strick sind die dann schon gewöhnt, wenn man sie vom Züchter bekommt. Aber mit denen zu wandern und rauszugehen, da haben wir so ein halbes Jahr halt oft trainiert. Das sind auch die alltäglichen Sachen, mal ein Fahrradfahrer, mal ein Bulldog und so weiter. Die müssen sich an alles gewöhnen und so öfter man das macht, umso entspannter werden die Tiere auch. Genau. Die wirken total entspannt. Ja. Geht es wirklich in der kurzen Zeit? Also wenn ihr jetzt die Tiere kauft, er war ja jetzt schon viel älter und manche kauft er ja relativ jung. Dann war er schon vorerzogen, weil er so entspannt jetzt ist, oder? Nee. Nein, es war der Zuchthengst, also der ist immer nur zu den Stuten. Ansonsten stand er in seiner Hengstherde, es war keiner von denen ein Wandertier vorher. Mhm. Aber tatsächlich ist der Mani von Grund auf einfach entspannt. Also der läuft auch wirklich mit am besten. Der geht voraus, du Christian, ne? Ich mach die Vorhut. Genau, wir bilden dann wieder die Nachhut. Warte mal, wir schauen mal, ob er kommt. Eine Ehrenrunde hier an der Kamera vorbei. Ah, das will er nicht. Guck. Bisschen lockerer den Schritt. Ah, locker. Hört ihr das? Mach nochmal. Mach. Der schimpft nämlich die ganze Zeit. Der brummt immer so vor sich hin. Na? Also ich habe keine Angst mehr. Er spuckt nicht. Aber wir müssen los. Also ich habe gerade erfahren, die Leine locker halten und wenn man die Leine locker hält, ist das Lama auch zufrieden. Stimmt's, Manitou? Jetzt gehen wir mal ums Rapsfeld rum. Bis zu 140 cm Körperhöhe erreichen die Tiere, die ihre Heimat in Südamerika haben. Ein ausgewachsenes Lama kann bis 150 Kilo schwer werden. In den Anden erfüllen die behenden Tiere noch immer als Lasttiere ihre Aufgabe. Etwa 3 Millionen Lamas werden in Südamerika gehalten.
auch wegen ihres Fleisches und der Wolle. Da lässt es die Familie Stürmer lieber bei Wanderausflügen mit Tierfreunden, die im Übrigen über deren Homepage gebucht werden können und wirklich zu einem meditativen Spaziergang verleiten. So, Verena, wir haben eine kleine Runde gedreht. Das heißt, unsere Zuschauer bekommen einen kleinen Einblick, was es bedeutet, eine Lama-Wanderung zu machen. Das ist aber nur ein Modul. Was bietet ihr denn noch mit den Lamas an? Also, das Wichtigste sind eben die Lama-Wanderungen. Das wird am häufigsten gebucht. Wir haben aber auch Weidezeit. Das bedeutet für Familien mit kleineren Kindern, mit denen wir jetzt noch keine Lama-Wanderung machen können, die können uns auf der Weide einfach besuchen. Die dürfen mal streicheln, mal füttern, die dürfen die Ziegen streicheln. Die können dann auch mal eine Ziege führen. Die Kinder, mit denen können wir auch rausgehen. Und dann mache ich noch Kindergeburtstage. Jetzt wird ja auch öfters dieses therapeutische Lama- oder Alpaka-Wandern angeboten. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Oder was bewirkt es mit einem? Schon ein bisschen Entspannung, habe ich jetzt gemerkt, wenn es so gemütlich neben einem hertrottet. Genau, man findet zu sich selbst, man hat eine Auszeit. Es ist jetzt auch so, gerade Kinder, die ein bisschen unsicher sind am Anfang noch mit den Lamas, die lernen eben Vertrauen zu geben und auch wieder Vertrauen zu bekommen, weil wenn man selber unsicher ist, das spiegeln die Lamas ganz arg. Gerade der Manni, der läuft dann wirklich nicht mit jemandem, der sehr ängstlich ist. Also da muss man wirklich Vertrauen geben, dass er dann auch mitkommt. Also hat es bei mir ganz gut geklappt, meinst du? Mit dir versteht er sich sehr gut. Super, gell? Sollte ich öfters mal zu Besuch kommen. So, was ist das jetzt hier für eine interessante Konstruktion, Christian? Also das ist ein Scherstand. Einmal im Jahr müssen die Lamas ja ihr Fell runterbekommen. Und dafür haben wir das mal selber gebaut. Das ist im Frühjahr? Das kommt jetzt die nächsten 4 bis 6 Wochen steht es an, wenn die Nächte halt ein bisschen milder werden. Und dann führen wir die hier rein und dann werden die geschoren. Das heißt einmal Fell komplett runter, dass die im Sommer nicht schwitzen, weil das würde den Tieren dann auch nicht gut tun. Also dann nimmst du einen handelsüblichen Haarschneider oder ist das schon spezielles Werkzeug? Es gibt dann ein spezielles Schermesser für die Stück für Stück. Also genau, man fängt dann von oben an, geht runter und dann wichtig ist dann, dass die Bauchpartie frei wird, da geht die Wärme am meisten weg und genau. Wir nutzen das auch, um die Nägel zu schneiden. Muss man so 2 bis 3 Mal im Jahr machen. Das heißt Füße hoch und dann abgipsen und ja. Also die nächsten Tage noch einiges an Aktionen. Ich habe gerade noch von der Familie Stürmer erfahren, dass die aus Mannheim kommen, vor 10 Jahren nach Steinfeld gezogen. Vermisst ihr irgendwas oder seid ihr total glücklich? Nein, also wir haben uns hier echt eingelebt. Wir wollen auch nicht mehr weg und sind echt froh, hier angekommen zu sein. Also dann macht es ja alles Sinn, jetzt hier nochmal auf die Lamas zu setzen. Und ich denke, dass ich in der Zukunft sicherlich das ein oder andere Mal vorbeischaue. Zumal Manitou und ich ja auch echte Freunde geworden sind. Und das kann ich ihm ja auch gar nicht zumuten, dass er jetzt einen längeren Zeitraum auf mich verzichten muss. Aber vielen Dank an euch. Wir haben zu danken. Vielen Dank. Sehr nette Familie, hat riesen Spaß gemacht. Und liebe Zuschauer, hier seht ihr im Hintergrund die Homepage eingeblendet. Schaut mal vorbei. Hier zu den Wintertal-Lamas, da könnt ihr einen spaßigen und spannenden Tag erleben. Liebe Zuschauer, wundert euch bitte nicht, wenn die Audiospur jetzt überhaupt gar nicht zu den Mundbewegungen von mir passt. Wir hatten nämlich ein technisches Problem, was ich erst nach dem Dreh festgestellt habe. Die Audiospur, die war komplett kaputt. Deswegen synchronisiere ich das jetzt einfach mal nach. Wir sehen uns also nicht erst am 20. Mai zur nächsten Ausgabe, sondern schon am 15. Mai beim Lora-Altstadtlauf. Kommt alle vorbei. In der letzten Sendung hat die Barbara Wittenberg Ziegenprodukte aus Hausen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ein Foto noch hier eingeblendet. Der Franz Riedmann, schon ein paar Wochen her, hat die Delikatessen aus der Metzgerei Siegler gewonnen. Und wir haben mit Nicole Siegler ausgemacht, dass wir in den nächsten Wochen mal auf einen Dreh vorbeischauen, um ihr über die Schulter zu blicken. Gewinnen könnt ihr heute Stadtsekt aus dem E-Sender in Lohr, wenn ihr folgende Frage beantwortet: Wie schwer kann ein ausgewachsenes Lama werden? Die richtige Antwort bitte wieder an info@schneewittchen.tv. Genauso der Hinweis wieder, wenn ihr Rätselkinder kennt. Und ich hoffe, das passt jetzt einigermaßen von der Zeit. Ich freue mich auf euch.